3, 2, 1 und los. Hoaxilla. Der skeptische Podcast aus Münster. Hallo und herzlich willkommen bei... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hoaxilla. Sehr gut. Jetzt bitte den ganzen Satz. Das ist sehr gut, so, soweit ich das feststellen kann. Hoaxilla. Oh Gott, hilf. Ja, wir haben uns als Thema der Woche für heute ausgedacht, das Thema Coca-Cola. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist am 8. Mai 1886 Coca-Cola das erste Mal gebraut bzw. verkauft worden von Joe Pemberton. Der Hoaxmaster und Hoaxmistress auf Abwägen. Was wollte der Kater? Ins Mikro beißen. Oh Mann. Der skeptische Podcast aus Münster. Mhm. Also, ja, okay. Mhm. Also, ja, okay. Jetzt habe ich mich irgendwie völlig verkaspert. Stopp. Wir könnten jetzt diese drei Fragen beantworten mit Barry Oswald, ja und ein schlimmer terroristischer Anschlag. Und dann wäre das Thema eigentlich durch. Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Und wir wollen euch natürlich da ein bisschen mehr Informationen natürlich drüber geben. Und ich glaube, der hieß nicht Barry Oswald, ne? Nein, ich wollte es nicht. Lee Harvey Oswald, ne? Ja, super. Dann, jetzt habe ich mich eben völlig verkaspert. Hoaxilla. Der skeptische Podcast aus Münster. Hoaxilla. Der skeptische Podcast aus Münster. Oh Gott, hilf. Der Hoaxmaster und die Hoaxmistress auf Abwägen. Ja, neuesten, Der skeptische Podcast aus Münster. Ins Mikro beißen. richtig ist allerdings, dass nur in Anführungsstrichen etwa 10% der 10 Milliarden Neutronen mit Denkprozessen beschäftigt sind. Jetzt habe ich mich eben völlig verkaspert. Hoaxilla. Ich hab die gar nicht vorliegen mehr, Hasen. Ach, ich dachte, du erzählst. Warte. Da muss der Kopf. $1 million Paranormal Challenge. Also die 1 Million Dollar paranormale Herausforderung. Hasi? Ja. Alexa? Alex? Du warst jetzt weg. Ich war weg? Wieso war ich weg? Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.